Wollt ihr auch schöne, gepflegte Rasenkanten, so wie ihr es jetzt gerade gesehen habt, dann ist das das richtige Video für euch. In dem Video geht es rund um die Rasenkante oder auch Mähkante oder auch Bordüre genannt. Also, dranbleiben! Ja, hallo liebe Rasenfreunde. Im heutigen Video, wie ihr das Intro schon gesehen habt, geht es um die Rasenkanten oder auch Mähkanten oder manche sagen auch Bordüren, wie man die schön schneidet. Ihr wisst ja, wenn ihr meine Videos verfolgt, ich habe meine Mähkanten und Rasenkantensteine dieses Jahr komplett neu verlegt, ebenerdig, also bündig mit dem Rasen. Und ich habe sie dieses Jahr noch nicht geschnitten, weil ich erstmal wollte, dass der Rasen schön zuwächst, auch die Kanten zuwachsen. Und heute werde ich das erste Mal die schneiden. Und wie man die schneidet oder welche Geräte es dazu gibt, weil es gibt ja verschiedene Rasenkanten. Es gibt einmal die bündig sind mit dem Rasen, dann gibt es welche, die ich vorher hatte, die viel höher sind als der Rasen. Und da zeige ich euch jetzt mal zwei, drei Geräte, was ich für die Rasenkanten habe. Ja, ihr seht hier mein Equipment für die Rasenkanten. Wie habe ich mal begonnen? Begonnen hatte ich mal mit so einem klassischen Handrasentrimmer. Dessen Akku hat jetzt keinen Wechselakku gehabt, sondern von Gardena. Ist schon in die Jahre gekommen. Damit bin ich immer, damals waren noch meine Rasenkanten erhöht und bin immer dann hin und habe wirklich mit der Hand schön langsam die Rasenkanten alle abgeschnitten. War sehr, sehr mühselig und es hat keinen Spaß gemacht. Man konnte aber zumindest den Kopf schön hier variieren. Ich glaube, das funktioniert gar nicht mehr. Der ist schon sehr alt. Ne, hier drauf drücken. Da konnte man das zwar verstellen. Ja, aber den habe ich bestimmt jetzt schon seit ein, zwei Jahren nicht mehr in Gebrauch. Dann habe ich mir dieses Gerät zugelegt. Das habe ich auch mal in einem Video vorgestellt. Ich verlinke es euch mal oben. Was ist das? Das ist von Einhell. Ich benutze ja meistens die Einhell-Geräte, weil ich das Akkusystem einfach mag. Ich habe sehr viel, hab auch den Rasenmäher von Einhell und da passen einfach die Akkus in jedes Gerät. Genau, was ist das für ein Rasenkantentrimmer? Es gibt unterschiedliche. Es gibt einmal, wie ihr klassisch kennt, mit einer Schnur. Und das hat hier so Plastik, die sind flexibel, so Plastik, ja, Messer nenne ich es mal. Das sind auch ganz viele dabei. Das habe ich euch schon viel benutzt. Hier sieht man, so eine Schatulle ist da. Ganz viele, aber ich brauche jetzt gar nicht das Gerät erklären. Wenn es euch interessiert, ich verlinke euch mal das Video. Und mit dem konnte man, ich nehme jetzt mal den Akku von dem anderen Gerät hier kurz raus. So. Und mit dem konnte man die Rasenkanten, wenn die höher sind als der Rasen, ganz einfach und bequem einfach abmähen. Man hat hier auch so noch so einen Begrenzer, den konnte man rausziehen, dass man, wenn man genau weiß, wie weit das Teil gehen soll, geht es noch weiter raus oder rein. Ja, und dann konnte man einfach die Rasenkanten schön einfach abtrennen. Das Problem war nur, wie bei jedem mit einer Schnur, dass diese Teile für zwei, dreimal halten, dann sind die zerfetzt. Weil wenn es an den Stein kommt, die Schnur zerschlägt, wird reißt und dieses Plastik wird auch natürlich abgenutzt. Das habe ich früher genutzt. Jetzt habe ich ebenerdige Rasenkanten. Ja, und jetzt habe ich ein neues Gerät, auch von Einhell. Das zeige ich euch jetzt. Ja, und das ist hier das dritte Gerät. Das habe ich mir erst neu gekauft. Ich habe es noch gar nicht probiert, nur mal einmal eingeschalten. Was ist das? Auch von Einhell. Eigentlich ist es ähnlich wie das mit dem Plastikmesser. Nur ist eher gedacht für die bündigen mit dem Rasen, für die Rasenkantensteine oder Mähkantensteine, die bündig sind mit dem Rasen. Warum und wie schaut es aus? Hier gibt es ein Messer. Akku habe ich nicht drin. Immer wichtig, wenn ihr da Messer rumspielt, dass ihr den Akku rausnimmt. Der schneidet natürlich so. Geht es in die Grasnarbe rein, ich erkläre es euch gleich. Und man hat hier ein Führungsrad. Und das Tolle ist, dieses Führungsrad, sieht man hier, kann man verstellen von der Höhe. Und wie macht man das jetzt? Ich stelle jetzt mal die höchste Höhe ein. Das ist so. Das heißt, ihr seht,
das ist höher. So wäre es jetzt bündig mit dem Ganzen. Und wie macht man das jetzt? Man geht zur Rasenkante, ich gehe jetzt mal hier hin, Beispiel, ich weiß nicht, ob man das sieht. Oder vielleicht gehe ich auf die andere Seite, da sieht man es, glaube ich, besser mit der Kamera sonst. So. Man geht hierher, wo die Rasenkante ist und der Rasen, darum auch das Führungsrad. Und das Schöne ist jetzt, wenn man einmal sich dann richtig positioniert, geht man runter. Hier vorne ist auch ein kleines Rädchen, das heißt zwei Räder. Und wenn ich das einmal positioniere, die Rasenkante, und jetzt halt einfach dann loslege, dann gehen die Messer hier in den Boden und dann kann ich schön fahren, gerade fahren. Und dann, weil das im Boden ist, kann ich auch nicht, mache ich jetzt hier keine Kurven oder keine Zacken rein, sondern das Wichtigste ist das erste Mal, dass ich hier das positioniere, das Messer. Und wenn ein paar kleine Funken fliegen, ist nicht so schlimm, weil natürlich das ab und zu mal den Stein berühren kann. Aber dadurch, dass ihr das so drin habt und dann fahren könnt, ich mache es mal so, dann habt ihr perfekte gerade, achso, Kamera und so ist ein bisschen schwierig, dann habt ihr perfekte gerade Rasenkanten und schneidet den Rasen überall gerade perfekt ab. Genau, das werde ich jetzt erstmal testen und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Aber solche Geräte gibt es natürlich auch von verschiedenen Herstellern. Ich habe es natürlich wieder von Einhell. Wenn es euch interessiert und ihr auch Einhell-Produkte habt, ich verlinke es euch mal in der Beschreibung, dann ist es natürlich sehr praktisch, hier hängt noch der Zettel dran, dass ihr den gleichen Akku habt. Und vielleicht noch ein Tipp zu Einhell. Wenn ihr mehrere Einhell-Produkte euch kauft, schaut mal, es gibt hier immer überall so einen Zettel. Und hier gibt es einen kleinen QR-Code. Wenn ihr das registriert, eure Geräte, dann habt ihr statt 2 Jahre Garantie, glaube ich, sogar 3 Jahre Garantie. Also ihr bekommt 1 Jahr extra plus nochmal 2 Jahre auf die Akkus. Also es empfiehlt sich einfach mal, die Geräte zu registrieren. Das könnt ihr mit allen Einhell-Geräten machen. Und dann habt ihr halt eine längere Garantie. So, jetzt werden wir erst einmal fahren und schauen mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also ihr habt gesehen, ich habe wirklich das allererste Mal dieses Gerät bedient. Am Anfang ist es wichtig, dass ihr die Führungslinie euch genau sucht. Das heißt, nicht gleich unten, weil dann geht es gar nicht los, sondern hochstellen ein bisschen, dann loslegen und dann langsam runtergehen. Und wenn ihr die Linie habt, schön langsam das erste Mal, weil das erste Mal habt ihr noch keine Linie, keine Führungslinie, dann ist es ein bisschen schwerer, aber ihr habt es gesehen, ich habe es wirklich ganz, ganz einfach geschafft und schön langsam durchfahren. Ich zeige euch jetzt das Ergebnis gleich und es hat wirklich super funktioniert. Und man hat auch gesehen, ich nehme jetzt mal den Akku schnell raus. So, man hat gesehen, ab und zu spritzen mal Funken und man sieht hier auch ein bisschen, es ist ja sehr dick, das ist ja kein scharfes Messer, sondern also die halten schon länger und man kann die auch nachbestellen. Aber ihr seht, ein bisschen abgeschliffen ist es hier schon, weil das natürlich an die Steine rankommt. Aber den Steinen macht es gar nichts. Umso näher an den Steinen, umso eine schmalere, schönere, ästhetischere, oder wie man es nennt, Rasenkante habt ihr. Also das hat wirklich super funktioniert. Und was macht man jetzt mit dem Rest? Ich habe hier, ihr nehmt entweder einen Besen, kehrt das Ganze auf den Rasen
oder nehmt ein kleines Laubgebläse auf den Rasen und dann fahrt ihr mit dem Rasenmäher einfach drüber und ja, und schaut es euch und dann könnt ihr es wieder aufsaugen mit dem Rasenmäher. Jetzt puste ich es erstmal weg und dann schauen wir mal das Vorher-Nach-Ergebnis mal an. So, und jetzt seht ihr das Ergebnis und ich blende euch jetzt mal ein Bild ein, wo ich genau das, was ihr jetzt seht, fotografiert habe vorher, wie es vorher ausgesehen hat. Und ihr seht, ich komme jetzt mal wieder ins Bild, dies ist die Führungslinie, was ich genannt habe. Das erste Mal ist immer das Problem, dass man die schön erwischt. Nicht wundern, ich habe hier Noppenfolie mal eingezogen. Das macht man immer, weil so Steine, die werden im Sommer sehr, sehr heiß. Und damit der Rasen an den Kanten euch nicht verbrennt, habe ich gleich so Noppenfolie eingezogen. Und es schützt natürlich auch, dass das, die Steine saugen ja Wasser, dass das nicht das dem Rasen das Wasser entzieht. Und darum ist das Schöne jetzt hier gemacht. Natürlich kann auch mal vorkommen, dass hier manchmal am Anfang eine bisschen zu weit kommt. Aber da füllt sich natürlich der Rasen. Es ist überhaupt kein Problem. Aber ihr seht, ich habe es euch ja gerade eingeblendet, dass das wirklich super, super gut funktioniert. So, warum habe ich jetzt den Rasenmäher hier stehen? Ihr habt gesehen, wir haben die Rasenkanten geschnitten. Ich habe vorher den Rasen gemäht. Dann ist es besser, weil dann sehe ich einfach die Rasenkanten und besser, wo der Rasen drüber wächst, dass ich ihn schneiden kann. Anschließend haben wir die Rasenkanten gemäht. Dann habe ich das Ganze rüber gepustet oder wenn ihr nur einen Besen habt, dann kehrt es auf den Rasen und jetzt, ihr wisst, der Rasenmäher dient wie als Staubsauger. Jetzt fahren wir einfach nochmal die Kanten rüber und saugen das, den Schnitt einfach wieder auf. So, liebe Rasenfreunde, wir sind schon am Schluss angekommen. Also, Fazit zu dem Gerät. Bin sehr zufrieden, wirklich, funktioniert einwandfrei. Ihr habt es ja gesehen, könnt selber beurteilen. Wenn es euch interessiert, dann schaut in die Beschreibung, dort verlinke ich das Produkt. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt zu Rasenkanten, wenn euch das Video gefallen hat, teilt es, abonniert den Kanal, gebt mir ein Like, schreibt mir. Und ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal mit euch. Liebe Rasenfreunde, macht's gut, euer Grün ist schön.